So, jetzt ist hier eine scheiß Sackgasse. Ja. Was? Oh! Morgen, Jungs. Und Mädels. Willkommen zur Version, was haben wir, 052. SCP Containment Breach. So, ich mache hier mal wieder wie immer und du kannst abchecken, was es Neues gibt. So. Ich muss extra deine Brille aussetzen. Ja, ja, es sind sonst zu klein. Genau. Welche haben wir, die 052? 052, das was ganz oben ist. Ja, okay, Map Rendering ist ein fixed. Bisschen besser. Ja, alles nur fixed wieder. Im Grunde nicht viel Neues. The lure subject can no longer appear outside 106 cell. Das, dieses Opfer wahrscheinlich, oder? Dieses Opferlamm. Ist schon da, dem man den Femur breakt. Ja, so. Aber warum sollte der außerhalb erscheinen? Weil es ein Bug war. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ein bisschen fairy. Please enter the containment chamber. Okay. Ja, wann wurden die hier eigentlich mal gefixt? Ganz, ganz spät erst, oder? Das hat's jetzt voll gebackt. Ja, hat's nicht, aber wir sind abgeschnitten. Warte, da kann ich was machen. So, please maintain eye contact. Direct eye contact. Direct. Entschuldigung, Entschuldigung. Da sind wir noch angezogen. Oh, 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 oh. Mit dem Kamel. Oh. Texture Bug. Hast du ihn gesehen? Da war so eine schwarze Ebene irgendwie. Oh, heute noch der rechten Seite. Meistens ist es doch links, oder? Oder ist es wirklich random? Ich glaube, das ist random, ja. Weil das recht oft ist links. Dachte ich, sagen wir so zu 80%. Ich warte übrigens immer noch auf die Fearing HD Compilation, Fan Compilation, mit meinen Prozentschätzungen. Wer sie macht, bekommt noch eine Autogrammkarte. Als ob das jemand sehen will. Ich find's schon mal lustig. Vor allem einer aus meiner Berufsschulklasse, der. Dem ist auch schon aufgefallen, dass ich oft solche Prozentschätzungen mache. Also auch abseits der Let's Plays. Real-Klopfer. Wo waren das nochmal? Auch bei irgendeinem. Ganz, ganz früh. SCP. Ganz, ganz früh in den Outtakes oder so. Da ist Klopfer. Scheint safe zu sein. Sicher in den Outtakes? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Es war auf jeden Fall irgendwo. Doch, klar. Lauf weiter. Im Real Life blinzelt man häufiger. Das ist irgendwo in den Outtakes. Ah, da ist ja nix. Hat's gemacht. Ah ja. Wo ist er denn? Da in diesem, in seinem. Ach so. Westshore. Ach, können wir, da kommen wir mit einer Level 2 rein, ne? Ja. Du musst nicht kommen. Hat der Luca mal gesagt, mein kleiner Bruder. Der hat in der Küche mal irgendwas runtergeschmissen, was laut gescheppert hat, ne, und gleich gerufen, nix passiert, ihr müsst nicht kommen. Das ist gut. Oh. Ihr müsst nicht kommen. Ich glaub, der ist ja schon raus. Pass mal auf, rauskommt. Gleich bist du die. Sag nicht sowas. Der Fog, der ist heute schon wieder übermäßig dicht, oder? Die Sichtweite. Keine Ahnung. Ich sehe aber nichts mit Change. Oder? Ist auch safe, Leute.
Was ist jetzt hier überhaupt mein Ziel? Immer noch überhaupt mal ein Ending zu schaffen, oder? Hatten wir, waren wir jemals so weit? In den frühen Versionen meine ich jetzt, dass wir hier den da gefunden haben mit einer Keycard? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, sonst hatten wir immer nur eine Level 1 Keycard und haben den nicht gefunden oder gar keine Keycard gehabt. Ah ja, ach. Weißt du noch, damals, als die Welt noch in Ordnung war. 2014. Ach ja, aber damals war es dann so, wenn die Keycard versemmelt war, dann war es versemmelt. Ja. Scheiße, Episode vorbei. Oh. Nein. Ja, warte mal, ich probiere es einfach mal hier obligatorisch. 1-1 müssen wir, glaube ich, machen. Ich glaube, mit 1-1 ging es immer, oder? Mit einer Playing Card auf jeden Fall. Mit einer Mastercard. Mastercard ist, glaube ich, vorbei damals. Nein. Wir haben das schon mal probiert. In einer noch früheren jetzt Version, seit Retro-Ding. Ich glaube, wenn man das 5-6 Mal hintereinander probiert, ging nicht. Also ich glaube einfach, dass erst ab einer bestimmten Version so, dass du auch eine Mastercard wieder reparieren kannst. Ambient5.ok. Letztes Mal hatten wir es ja drüber. Das schenken wir uns mal. Oder passiert irgendwas? Ne, hier kommt nur noch 106. Ja. Sorry, fast gekotzt. Nee, nicht ganz so. Was ist los mit dir? Wieso? Ich weiß nicht, du bist halt so. Echt? Hab eigentlich nicht so Bock, aber ich mach's halt. Oh, shit. Ach gut. Okay. Ich hab gedacht, die Blinkanzeige ist meine Stamina. Und die war fast am Ende. Du hast dich nur gar nicht geguckt, ob er kommt. Doch, hab ich gemacht. Okay. Da hatte ich noch die Gasmaske auf. Ach so. Ah. Tesla. Was hat Tesla erfunden? Die Elektrizität? Nee. Tesla. Das Telefon, oder? Ja, sag halt, oder? Ich weiß es doch nicht. Nee, ich weiß nicht, ob Elektrizität oder doch. Vor allem erfunden. Ich meine, man kann die Elektrizität ja nicht entdeckt erfinden. Halt. Entdeckt halt. So wie Newton die Schwerkraft. Ja. Also ich glaube Elektrizität sogar. Hat man den schon immer so deutlich verstanden? Nein, das war ja viel schlimmer früher, kann man sagen. Ja, ein bisschen. Wow. Noch schlimmer. Da geht der Mock hoch, ey. Vor allem, warum geht er hoch? Kommt er nicht von ist oben? Ist halt, ist ein Abzug. Wahrscheinlich. Nee, vielleicht weiß einer unserer Zuschauer, was Tesla erfunden oder entdeckt hat. Das ist doch hier im Zeitalter von Google und Wikipedia nicht ja, schwer. Wir können ja nicht während dem Spiel jetzt hier. Aber irgendwie sowas, ja, wir haben schon recht. Ah ja, praktisch. Außer, nein, scheiße. Jetzt komme ich da nicht rein. Wegen meiner Mastercard. Der kommt ja auch in dem Film Prestige vor. Hast du den gesehen? Der? Der Tesla. Der echte jetzt? Als Schauspieler? Genau. Nein. Aber in der Handlung. Ja, keine Ahnung, ich kann nicht finden. Achso, ja. Aber musst du mal schauen, der ist gut. Wo kommen wir jetzt her? Der hat einen Big Twist am Ende. Plot Twist. Ja, Junge. Kennst du diese Memes mit Plot Twist? Nee. Die sind lustig. Filme ist ein gutes Thema. Jetzt kommt's. Nee, mich würde einfach mal interessieren, was unsere Zuschauer so für Filme mögen. Okay. Ja. Okay. Schreibt es in die Kommentare. Das
dein Lieblingsfilm? Oder hast du. Also ich habe eigentlich keinen einzelnen Lieblingsfilm, ich mag viele. Viele Filme. Ja, Lieblingsfilm würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich schaue halt mehr Serien eigentlich. Ach so. Filme auch gerne, aber halt immer nur einmal. Eigentlich. Außer wenn er gut ist, wenn ich ihn allein gesehen habe und dann nochmal mit dem Kumpel anschauen will oder so. Um zu zeigen, wie toll der Film ist. Weißt schon. Also heute haben wir irgendwie eine Ruhe hier in diesen roten Räumen, kann das sein. Ja. Hat ihn allgemein noch nicht gesehen, außer wo er rumgeschafft hat und ihn gehört. Ja, und am Anfang halt gerade. Ja, klar. War so am Anfang. So ein knappes Ding. Das wäre ich bitter gewesen. Okay. Und jetzt? Was machst du da jetzt? Rein und wieder raus? So ungefähr. Schnick, schnack, schnuck, rein, raus, ruckzuck. Der macht gar nichts, schau mal. Der chillt in seinem Whirlpool. Mal wieder. Das ist doch viel cooler. Hä, was macht denn der? Hat er auch so Störungen wie der andere? Auf jeden Fall leicht scary. Der kriegt dich gleich von. Wie der so slidet, jetzt macht er gleich so kann den letzten Meter ganz schnell. Meinst du, schaffst es an ihm vorbei? Ich glaub's halt fast nicht. Aber... Ah. Oh, halt wirklich. Halt echt. So, jetzt ist hier eine scheiß Sackgasse. Ja. Was? Jetzt müsste doch der kommen, Alter. Oh Gott. Die verdammte Triple Penetration. Oh Gott. Oh Gott. Endlich mal ein bisschen Spannung hier. Oh Gott. Jetzt haben wir alle gleich los. Ja und? Und die anderen? Die verfolgen mich jetzt oder was? Da, contain ihn. Ja, wieder, ich hatte keine Keycard. Nicht? Achso, nein. Kacke, hast du ja versammelt. Die sind schon da, Junge, oder kommen die jetzt von vorne? Gehen wir zurück, oder? Also. Target terminated, haben sie gesagt. Oh mein Gott. Das war jetzt irgendwie schlimm zum Ende. Hätte ich nicht gedacht. Hui, ja. Version 052. Ohne Worte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das sind immer diese kleinen Überraschungen zum Ende. Ja. So, man ahnt es aber nicht und dann kommt es plötzlich und bam, bam, bam. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann gebt ein Dislike und schreibt Kommentare und ihr wisst ja, wie es das Ganze läuft. Ja. Bis zum nächsten Let's Play. Bleibt geschmeidig. Tschüss. Jungs. Tschüss.